Gleich eine Warnung vorneweg. In vielen Beispielen ist das mit Kanonen auf Spatzen schießen, das Induktionsgesetz in dieser Form. Viele dieser Beispiele gehen mit der BVS-Formel viel, viel schneller. Die sind jetzt aber einfach dazu da, um euch an diese Formel zu gewöhnen. Es kann nämlich auch mal sowas auf euch zukommen, dass jetzt hier das Rähmchen nicht wie sonst immer mit der Seite parallel ins Magnetfeld eingeführt wird, sondern hier unter dem 45-Grad-Winkel gedreht. Und jetzt viel Spaß, das mit der BVS-Formel rauszufinden, wie groß hier die induzierte Spannung ist. Denn was soll hier S sein? Ist S dann irgendwie diese Länge, die ins Magnetfeld reinragt? Oder muss ich dann hier diese Diagonale nehmen? Keine Ahnung. Und das ist was, das kriegt man mit dem allgemeinen Induktionsgesetz, also n mal Phi Punkt oder hier nur Phi Punkt, weil es nur eine Windung hat. Nicht problemlos, aber man kriegt es hin, während die andere Formel hier erstmal versagt, weil wir nicht die Standardsituation haben. Also der Klassiker, wir haben hier ein Rähmchen, quadratisch soll es sein, Seitenlänge 5 cm und 100 Windungen. Das schieben wir mit einer konstanten Geschwindigkeit von einem Zentimeter pro Sekunde in ein statisches, homogenes Magnetfeld. Das soll die Breite 2a haben und die Flussdichte ist zu 20 Millitesla gegeben. Und auch das ist wichtig wegen diesem A senkrecht. Hier diese Feldlinien treten senkrecht in die Bildschirmebene ein und das Rähmchen wird in der Bildschirmebene bewegt. Das heißt, wir haben die Voraussetzung, dass die Feldlinien den Rahmen senkrecht durchsetzen. Wir brauchen also hier uns nicht um das A senkrecht Sorgen zu machen, sondern können direkt die Fläche A verwenden. Eure Aufgabe ist jetzt, den zeitlichen Verlauf der induzierten Spannung zu berechnen. Und dann steht jetzt hier nicht, aber dann am besten noch ein Diagramm zu zeichnen. Wie sieht die induzierte Spannung aus, die ich hier messen kann? Wer mutig ist, macht jetzt gleich mal Pause und versucht es mal selber mit Hilfe des Induktionsgesetzes rauszufinden. Auflösung kommt dann nachher gleich. Okay, es gibt hier drei Phasen. Phase Römisch 1 ist, wenn das Rähmchen ins Magnetfeld eintritt und noch nicht ganz drin ist, wenn also ein Teil hier noch rausguckt. Phase Römisch 2 ist, es ist ganz im Magnetfeld drin und Phase Römisch 3 ist, es geht jetzt wieder rechts aus dem Magnetfeld raus. In Flusssprache heißt es folgendes: In Phase 1 ist Phi Punkt größer 0, heißt, der Fluss nimmt zu. Klar, stellt euch den Fluss ganz anschaulich vor, als Anzahl der Feldlinien, die durch hier diese Rähmchenfläche treten. Wenn es sich da rein bewegt, nimmt diese Anzahl zu. Das heißt, Phi Punkt ist positiv. Magnetischer Fluss in Phase Römisch 1 ist Flussdichte mal die Fläche. Und jetzt führt ihr euch hier so ein Koordinatensystem ein und sagt, hier, da ist x von t. Das müsst ihr hier noch mit einzeichnen oder in eure Lösung. Also die vorderste Rahmenfront, deren Position bezeichnen wir mit x von t. Und dann haben wir das hier. X von t ist diese Länge mal die Breite klein a ist dann die Fläche, die vom Magnetfeld durchsetzt wird. Also steht das hier. Und jetzt kommt das Induktionsgesetz, das besagt, induzierte Spannung in Phase 1 ist nichts anderes als n, die Windungszahl, mal die zeitliche Ableitung des magnetischen Flusses, also Phi 1 Punkt. Hier stehen zwei Konstanten, b und a, die leite ich nicht ab, also muss ich nur x ableiten. X abgeleitet ist aber gerade V, nämlich die Geschwindigkeit, mit der ich das Rähmchen hier reinbewege und die ist gegeben. Und jetzt seht ihr hier, das war alles ein riesen Tamtam, nur für die Formel NBVA oder wenn ich N mal A als S schreibe, als effektive Leiterlänge, steht hier BVS. Wie vorher gesagt, diese Aufgabe kann man auch mit der BVS-Formel problemlos sogar noch schneller lösen, aber es geht jetzt eben hier darum, euch an den magnetischen Fluss zu gewöhnen. Dann setzt man die Zahlen ein und das rechnet er selber nach, bekommt 1 Millivolt raus. Einheitenrechnung ist immer kein Fehler. Tesla mal Meter pro Sekunde mal Meter. Tesla ist Newton durch Amperemeter. Hier hinten steht dann Meter Quadrat durch Sekunde. Ein Meter kürzt sich, dann steht hier oben Newtonmeter, das sind Joule. Und unten Ampersekunden, das sind Coulomb, also tatsächlich Volt, wie es sein soll. Wir wissen, das Rähmchen bewegt sich mit einem Zentimeter pro Sekunde, weil das hier 5 cm sind, dauert es 5 Sekunden, bis das Rähmchen ganz im B-Feld drin ist. Also habe ich 5 Sekunden lang eine induzierte Spannung von 1 Millivolt, die ich hier mit einem Voltmeter messen kann.
Phase Römisch 2. Jetzt sieht man zum ersten Mal einen der Vorteile des Induktionsgesetzes. Hier ist nämlich Phi Punkt gleich 0. Warum? Naja, das Rähmchen ist ja ganz im Feld. Das heißt, auch wenn ich es jetzt noch weiter bewege, ändert sich ja nicht die vom Magnetfeld durchsetzte Fläche. Die ist immer konstant gleich hier groß A, also klein a Quadrat. Und damit ist der magnetische Fluss auch konstant. Der ist ja gerade B mal die Fläche, also B mal klein a Quadrat. Und wenn ich den ableite, kommt 0 raus. Also liefert mir das Induktionsgesetz, ohne jetzt physikalische Ursachen zu diskutieren, dass die induzierte Spannung verschwinden muss. Wenn ihr euch erinnert, in dem Video zum Bestätigungsversuch, zu der Formel BVS, da muss man ein bisschen uns verbiegen, um zu argumentieren, warum die Spannung jetzt verschwindet, wenn das Rähmchen ganz im Feld ist. Da haben wir mit den zwei Batterien argumentiert, das war nicht so ganz ohne. Hier vollkommen problemlos die Ableitung einer konstanten Größe, also hier Fluss in Phase 2 ist b mal klein a Quadrat, ist 0. Nachteil ist natürlich, es enthält keine Physik mehr. Das ist wie gesagt eine rein geometrisch-mathematische Formulierung. So, weil das hier 10 cm sind, dauert es 10 Sekunden, bis das Rähmchen wieder anfängt hier auszutreten. Also beginnt Phase 3 nach 10 Sekunden. So, jetzt könnte man physikalisch argumentieren, warum sich die Spannung umpolen muss. Versucht es mal, das ist eine gute Übung, also mit der Lorentzkraft euch zu überlegen, wie die Spannung hier gepolt ist und warum sie hier andersrum gepolt sein wird, weil jetzt hier die Induktion stattfindet. Wir machen das jetzt aber ganz abstrakt mit dem Induktionsgesetz. Guckt euch das Bildchen hier an. Wir brauchen diese Fläche. Das hier ist bei der Position x von t. Deswegen kriegen wir Folgendes. Die vom Magnetfeld durchsetzte Fläche ist die ursprüngliche Fläche, klein a Quadrat, minus x von t minus 2a mal a. Also hier, ich nehme die ganze Fläche und von der ziehe ich diese weiße Fläche ab. Und die hat doch gerade die Breite x von t, das ist die Position von diesem Rahmenende, minus 2a, ich beziehe mich ja immer auf den Ursprung. Also hier, diese Breite ist x von t minus 2a und dann einfach mal die Höhe, die nach wie vor klein a ist. Wenn ich das ausrechne und zusammenfasse, kommt raus 3a Quadrat minus x von t mal a. Bei der Ableitung fällt dieses Ding hier weg, es bleibt aber das Minuszeichen und es gibt minus x Punkt mal a, also minus v mal a. Und wenn ich jetzt das wieder ins Induktionsgesetz einsetze, n mal phi 3 Punkt, also b mal a Punkt, dann kriege ich minus nbva und das ist genau die induzierte Spannung aus Phase Römisch 1, aber jetzt mit einem negativen Vorzeichen. Folgt hier rein mathematisch. Ja? Ich stelle die Fläche auf, leite ab, brauche überhaupt keine Physik zu beachten und kriege raus, oh, die Spannung bleibt zwar betragsmäßig gleich, aber wird sich umpolen. Das sind eben die zwei Sichtweisen. Das eine mit der linken Handregel und der Lorentzkraft, das ist physikalisch. Das hier ist jetzt rein mathematisch. Ihr könnt euch raussuchen, was euch lieber ist. Also ihr werdet in der Regel nicht gezwungen, das hier anzuwenden oder das BVS und mit der Lorentzkraft zu argumentieren. Aber manchmal gehen Aufgaben eben nur mit diesem n mal phi Punkt. Man kann hier auch anschaulicher argumentieren, indem man sagt, okay, Flussänderung ist negativ, die durchsetzte Fläche wird ja kleiner. Ja, das Rähmchen geht hier raus, das heißt, die vom Magnetfeld durchsetzte Fläche nimmt ab. Aber sie nimmt natürlich im gleichen Maße ab, wie sie hier zugenommen hat. Ich habe ja das gleiche Rähmchen und die gleiche Geschwindigkeit. Und so kommt man auch drauf, ah ja gut, dann wird es die gleiche Spannung wie in Phase 1 sein, nur jetzt eben im negativen Vorzeichen, weil eben Phi Punkt kleiner 0 ist. Geht hier beides. So, und bei den meisten dieser Aufgaben wird er am Ende aufgefordert, noch ein Diagramm zu zeichnen. Das sieht dann so aus. Ihr wählt euch hier die Einheiten geschickt selber. Hier ist natürlich klar, 1 Millivolt macht man bei einem Zentimeter. Wählt hier eine Zeitachse in einer geschickten Einheit. Dann haben wir hier Phase Römisch 1, konstante Spannung von 1 Millivolt. Jetzt Achtung, mathematisch geht es jetzt hier, also dürft ihr nicht verbinden, sonst ist nicht mehr Schaubild einer Funktion, hätte ich hier unendlich viele Werte, macht einfach gestrichelt. Mathematisch sinkt das jetzt sofort auf 0. In der Realität dauert es natürlich ein paar Nanosekunden, bis die Ladungen sich so verteilt haben, dass keine Spannung mehr abgreifbar ist und sie auf 0 sinkt. Das heißt, wenn ihr hier ganz nah hinzoomen würdet und es mit einem ganz empfindlichen Messgerät aufnehmen,
würde dann eine Kurve kriegen, die hier so ganz steil absinkt. Das idealisieren wir aber immer und machen hier einfach Strichelchen und tun so, als würde das abrupt von 1 auf 0 springen, was physikalisch natürlich nicht sein kann. Dann ist das Rähmchen ganz im Feld, induzierte Spannung ist 0 und jetzt, sobald es austritt, auch wieder das gleiche Argument. Wir tun mathematisch so, als würde es hüpfen auf minus 1 Millivolt. Physikalisch wird hier eine sehr steile Kurve entstehen und nach sehr, sehr kurzer Zeit ist es konstant bei minus 1 Millivolt. Und dann, wenn es ganz raus ist, ist natürlich die induzierte Spannung weg. Das wäre jetzt ein erstes Beispiel, eine klassische Aufgabe zur Induktion. Hier, wie gesagt, das Induktionsgesetz eher umständlich, bis auf Phase 2. Da liefert es euch sehr schnell, ohne Erklärungsnot, das richtige Ergebnis. Also wenn ihr im Abi aufgefordert werdet, mal zu erklären, warum verschwindet die induzierte Spannung, und es steht nichts weiter dabei, nehmt ihr natürlich hier das Induktionsgesetz und schreibt hin, Phi Punkt ist 0, weil die Fläche sich nicht ändert, und kassiert die Punkte.